Hi! Hallo! Kommt runter, ich hab noch gar nichts gemacht. Willkommen bei der Silas Vogt Show hier auf Vorsorge. Mein Name ist Silas und ich begleite euch heute durch die wunderbare Welt des Internets und der Unterhaltung. England, das Land der netten Menschen, Fish and Chips, einer Königin und Autofahren auf der falschen Straßenseite. Werfen wir doch mal einen Blick auf deren anspruchsvolle Unterhaltung im Fernsehen. 10 contestants. Yeah. 50 lives. Ah. One mission. To defeat the almost impossible game show. Yeah. Ah. What am I doing? Come on. Oh. I'm not going down. Get off, Croissants! Get off! Will they achieve the impossible? Feeling dizzy right now. Or fall flat on their face trying? Find out on the Almost Impossible Game Show. Coming soon on ITV2. Oh, okay. Schauen wir mal ins britische YouTube. Vielleicht bekommen wir da was Anspruchsvolles. Oh, stimmt. Die alte britische Tradition, Menschen mit Tastaturen zu verschlagen. Cool. Literally smash it. Oh! Oh! What is that? Okay. Da war Almost Impossible Game Show um einiges besser, muss ich sagen. Weil da gab's wenigstens irgendwas zu gewinnen. I'm sorry. Oh! Oh my god! What's Liegt das an mir oder macht der Akzent von dem Typen das Video nochmal fünfmal lustiger? 2, 1. Ah, the way you lean backward, you fucking Negan and motherfucker man! Bro, I didn't even get you, bro! 3, 2, 1. Ist er tot? Ich bin mir ziemlich sicher, er ist tot. Okay, weiter geht's! Kennt ihr das, wenn man auf YouTube geht, ein tolles Video anschauen will und dann sowas kommt? Du fangst doch das Geld nach! Das war eine komplett logische Reaktion. Nein, Spaß, natürlich nicht. Der Clip war natürlich von uns bearbeitet. In Wahrheit sah es so aus. Das Geld nach! Cool, oder? Ich weiß. Kommen wir nun zu etwas Wichtigem. Geld. Genau gesagt zur Zeit- und Geldverschwendung. Also Kinder. Intelligent, neugierig und knuffig. Genau das sind Kinder nicht. Wie man in dem Clip sehr gut feststellen kann. Oh, Junge, das bricht! Ich geh auf Telefon. Nein, Junge, ich hab keinen Bock, die Kleidung. Nein, ich hab keinen Bock, die Kleidung von mir zu geben. Das sinkt! Junge! Komm raus! Bitte, Anthony! Ich hab's dir gesagt! Okay, ja gut. Vielleicht war das auch nur der Abenteurerdrang des Kindes oder irgend sowas. Vielleicht schauen wir mal was Harmloseres an, wie Tanzen zum Beispiel. Hallo, Shit, das tat bestimmt weh. Vielleicht sollten die Kinder sich heutzutage mit den Hobbys an den Eltern orientieren. Die müssen ja sichere, gute Hobbys haben. And 100 layers of poop. That's right, you heard correctly. Poop. Just for show, here's the poop. Guys, there it is. 100 layers of poop on my fiance's face. Ja gut. Vielleicht ist das irgendein Fetisch von denen. Kann ja auch sein, aber was haben denn andere Eltern für Hobbys? I have been practicing how to do the cup sound. Yay! Alright, here we go.
Okay. Menschen machen Scheiße und regen sich über andere Scheiße auf. Cool, ich hab's verstanden. Wisst ihr, wer sich nicht aufregen sollte? Fernsehmoderatoren. Big Black Australop Cockerel. One of 500 birds that are being judged today at the show. Seht ihr? Er hat sich nicht aufgeregt, er hatte einfach nur Angst. Mir kommt gerade eine richtig coole Idee. Wir machen ein ganzes Segment, wo es nur um Fernsehfails geht. Yeah, Fernsehen! Richtig cool, ich weiß, ja. Beginnen wir mit einer der wichtigsten News-Stories des Jahres. Surfende Hunde. Some events have really big waves, some have very small waves. There's a lot of style and techniques. It's really interesting. Das ist definitiv eine sehr interessante Story. Das hört man auch allein schon daran, wie gehypt der BBC-Moderator über diese Story ist. The competitor's main challenge is to stay afloat on the board. This is in Pacifica near San Francisco, but there are also prizes for the best dressed and tandem surfing dogs. The winner, of course, being crowned. Oh, oh, breaking news. Wenn man an einer Straße steht, während es regnet, dann wird man nass gespritzt. Houses. Thousands have been built here over the... Ist cool, oder? Erinnert ihr euch noch an den Typen, der von einem Hähnchen angegriffen wurde? Natürlich tut ihr das. Das war vor 2 Minuten. Wie es sich rausstellt, bringen Tiere Views. Also zeigen wir jetzt noch ein paar weitere Tierclips. Was accused of throwing two cats like this one here out of their car and killing them. Now as part of their sentence, this little guy's having fun, but now as part of their sentence, the couple is going to have to come right here. So, damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. This is the end of the show. And if you like it, please subscribe below. Cause now this is just a recap of all the jokes from the current show. Or wouldn't you like to see another episode? Another episode. This is the end of the show.